Ich möchte einfach, dass es schön aussieht. Und deswegen mache ich es dann selber mit, weil ich möchte, dass es schön aussieht. Das ist das Hauptsächliche. Der erste Schritt ist eigentlich, dass du die Aktion planst. Du setzt dir ein Datum und du überlegst dir, an welchen Stellen willst du aufräumen und dann eine Uhrzeit und los geht's. Als zweites würdest du Nachbarn einladen, auf die Leute zugehen. Du kannst es über nebenan.de machen, du kannst es über E-Mail machen, über WhatsApp, du kannst Flyer oder Plakate verteilen und so findest du dann Leute, die es mit dir zusammen machen. Und der letzte Schritt ist dann, den Kiez aufzuräumen und alles schick zu machen. Wir haben das dann schöner Kiezen getauft. Und letztlich ist es natürlich am schönsten, wenn es Nachbarn machen, die man dann auch kennenlernt dadurch. Und im Prinzip kann natürlich jeder mitmachen. Mit den Kindern hat es großen Spaß gemacht, weil die sind natürlich mit einem anderen Elan dabei nochmal und auch ganz neugierig über die Dinge, die sie so finden. Und letztlich kann das aber natürlich jeder machen. Also es ist gut, Handschuhe zu haben, weil wenn irgendwo mal eine Scherbe liegt, ist es schnell passiert, dass man sich irgendwie geschnitten hat. Also vermeiden einfach. Und greifbar, wenn man die hat, weil es überhaupt gar keinen Spaß macht, die Sachen mit der bloßen Hand aufzuheben. Das sind so die beiden wichtigsten Utensilien, neben den Mülltüten natürlich. Also ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen, weil das ein unschätzbarer Wert ist, wenn man weiß, man hat die Straße sauber gemacht und deswegen ist sie sauber. Vor allem aber eigentlich, weil man die Leute kennenlernt. Und das ist das, was am meisten Spaß macht.